Ultra Trulala. Die zweite Ausgabe von Olafs Club läuft nun über den Empfangsbolzen und wir haben heute ein Line-Up, mit dem wir uns wahrhaftig nie verstecken müssen. Wir freuen uns auf Suchtpotenzial, Frank Fischer, Nikita Müller, Johannes Flöhr und natürlich Bas Lies Last Lost, Michael Hatzius. Und ich glaube, jetzt geht's auch schon los. Guten Abend. Ja, herzlich willkommen hier im weiten Rund von Olafs Club. Herzlich willkommen auch daheim in der guten Stube. Die Hütte ist erneut prall gefüllt und wenn man 24 Leute in einem Saal geschickt verteilt, wirkt es fast so, als wären es 24. Das hat sich verändert in der letzten Zeit für uns alle. Und wenn ich uns sage, meine ich auch euch. Für uns alle hat sich in den letzten Wochen viel verändert. Die Corona-Situation hat viele Menschen ins sogenannte Homeoffice gedrängt. Und ich hatte das vorher schon mal gehört, dass es sowas gibt, Homeoffice. Na, man denkt ja so, na ja, da sitzt du so ein bisschen rum, legst du die Finger auf die Tastatur und bist dann so im Halbschlaf. Aber ich kenne einen, das ist sicherlich ein Extrembeispiel, aber ich kenne einen, der hat zu Hause richtig gearbeitet. Ja, mehrere Stunden direkt hintereinander. Also als Künstler denkt man sofort, abartig, wie krank ist das? Und natürlich habe ich das dann auch mal probiert mit Homeoffice. Und ich habe dann einen angestellt und der saß dann bei mir rum im Bad, weil ich ja kein Büro habe und musste feststellen, also Homeoffice ist nichts für den Künstler. Also, oder prinzipiell, Arbeit ist ja nichts für den naja, für den Humorschaffenden, was soll er, ich meine, der Künstler ist ja per se Arbeitsverweigerer oder zumindest nicht belastbar, lichtscheu. So, und da meine ich jetzt natürlich nicht alle Künstler, aber die, die hier auftreten, schon. Und natürlich war es jetzt in den letzten Wochen auch leider so, dass eben die Künstler keine Auftritte hatten, keine Einnahmen. Und ja, es war schwer. Viele Künstler mussten dann zurück in ihren alten Job, mussten dann mit Erschrecken feststellen, dass sie gar keinen Job hatten. Ja? Und du wirst ja auch nicht mehr genommen. Also das weiß ich ja selber aus eigener Erfahrung. Wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde, mich würde ja keiner nehmen, weil die wissen, ne? Der ist überqualifiziert. Und die Situation war also dergestalt, dass viele Künstler demzufolge jetzt wieder zu Hause waren. Und mit zu Hause meine ich wirklich richtig zu Hause, also die meisten Künstler waren dann wieder bei den Eltern. 3 Monate Zelt, ne, da fällt dir dann wirklich die Decke auf den Kopf. Und dann muss man sich individuell beschäftigen. Das heißt, einige Künstler, ich weiß es wirklich aus überlieferten Erzählungen, kleine orale Spaß mehr, also dass sie sich dann ihre eigenen Programme angeschaut haben. Aus der Konserve, irgendwie Mediathek oder so. Ich habe das auch mal probiert und das war schon interessant, das mal zu sehen. Ich bin, glaube ich, wirklich ein toller Typ. Ich bin wirklich, glaube ich, auch ein feiner Mensch. Aber was ich künstlerisch mache, interessiert mich persönlich überhaupt nicht. Also meine Texte, keine Ahnung. Also sind mir zu hoch oder ich kapiere es nicht. Egal. Und dann denkt man natürlich, na ja, da machst du eben auch mal was Sinnvolles, was man eben so als Normalsterblicher macht. Auch Humoristen sind Menschen mehr oder weniger. Ich habe dann das, was hier drunter ist, Keller. Ich hab dann meinen Keller aufgeräumt und das war natürlich mal eine tolle Erfahrung dahingehend, dass man sich ja wundert, was sich in so einer Zeit irgendwie im Laufe der Jahre da alles angesammelt hat. Ne? Da war also ein Haufen Zeug, von dem ich gar nicht mehr wusste, dass ich das überhaupt je besaß. Ich habe dann den ganzen Krempel zusammen gespackt, in die Mülltonne gewuchtet. Dann kam mein Nachbar, hat es wieder rausgeholt, weil er meinte, es wäre sein Keller. Was ja aber auch mal gut ist, wenn der ganze Ramsch mal ein bisschen Luft gekriegt hat, ne, dann kann er jetzt schneller weiterschimmeln. Aber es gibt natürlich auch Künstler, die tatsächlich die vergangene Zeit sinnvoll genutzt haben. So auch unser erster Gast. Er hat sein Programm weitergeschrieben, und zwar das Programm von 2017. Es ist zeitlos, denn er beschäftigt sich mit einem Tier namens Ixodes ricinus, Bildungsfernschichten besser bekannt als Holzbock oder auch Zecke.
Und das Zeckenleben ist ja eigentlich an die Corona-Zeit bestens angepasst. Also die Zecke macht ja nichts weiter als also lauern auf Beute, warten, wenn es soweit ist. Bis dahin muss sie kann nicht gleich saugen. Also wenn keiner da ist, bis dahin muss sie kiffen. Oder keine Ahnung. Natürlich kiffen nicht alle Zecken, sondern nur die linken Zecken. Aber mit Zecken ist keinesfalls zu spaßen. Sie übertragen tatsächlich gefährliche Krankheiten. Borreliose, Phimose, Laktose, um hier nur vier zu nennen. Aber wir haben ja momentan genug Angst vor Krankheiten. Also ich kann alle beruhigen. Also Wissenschaftler haben herausgefunden, ein Zeckenstich ist für mich zum Beispiel völlig ungefährlich, wenn ein anderer gestochen wird. Ja? Deshalb also nie alleine in den Wald oder ins Feld, sondern immer einen dünnhäutigen Begleiter mitnehmen. Wir brauchen uns aber auch vor der nun kommenden Zecke nicht zu fürchten, denn die ist ganz niedlich und sie will nur spielen und sie ist in wirklich fachkundiger Begleitung. Freuen wir uns nun hiermit außerordentlich äußerst auf Michael Hatzius samt seiner Zecke. Habt ihr nicht mit gerechnet, wa? Habt ihr gedacht, schön Olaf Schubert kicken? Oder irgendein lustigen Comedian? Und stattdessen kommt eine Zecke raus. Aber so ist es im Juni. Da sind wir aktiv. Habt ihr völlig vergessen, wa? Ja, wir Zecken, wir sind in Vergessenheit geraten. Alle haben sie nur noch Schiss vor Corona. Ich sitze unten auf dem Halm in der Sonne und hoffe, dass mich gnädigerweise mal einer abstreift. Meistens haben sie da eine Hosenbein in der Socke drin. Und ich würde mir Gott sei es getrommelt wünschen, mich mal fallen zu lassen. Aber so ist das Leben nicht. Du kannst sie nie einfach fallen lassen. Du musst auf dem Halm warten, bis du schwarz wirst. Und das geht schnell bei die Hitze. Ey, ich schwitze da zum Teil auf dem Feld, Leute, macht sich keiner im Begriff. Müsst ihr euch mal rinversetzen, ich hab 6 Achselhöhlen. Wenn ich die letzte geputzt hab, ist die erste wieder verschwitzt. Und dann kommen Klugscheißer und die sagen, ja, eine Zecke hat doch normalerweise 8 Beine. Ich hatte auch mal 8 Beine. 2 habe ich mir in den Bauch gestanden bei der Bundespost. Oh. Oh. Oh, mich hat was gestochen. Ach, das hasse ich am Sommer. Du sitzt eine Nacht draußen auf dem Halm, danach siehst du aus wie ein Streuselkuchen. Es sind so fiese Biester zum Teil unterwegs. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nur haben sie gesagt, man soll sie mit Insektenspray einsprühen, aber vertrachtet irgendwie nicht. Weißt du, und dann heißt es wieder, wir sind das Ungeziefer, das sagen die zu uns. Das ist doch für uns Zecken immer schwieriger. Das gibt jedes Jahr mehr Schmetterlinge. Es ist ein einziges Flap, 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 Flap. Ey, da ist keine Richtung drin, kein Nichts, immer nur Flap, 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 Flap. Ey, so viel Freizeit möchte ich haben, Jens, ey, du Flap, 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 kein Mindestabstand, nichts, immer Flap, Flap, Flap. Und das ist eingebildetes Gruppzeug. Oh, ich bin schön, ich bin poetisch, ach, ich hab Faunaue. Kiek mal, Zecke, wegen mir kommen die Leute in die Wiese. Flap, Flap. Flap, flap, ich kotze! Oh. Ich lass mir das nicht mehr länger bieten. Ich mach jetzt auch mal eine Großdemo. Zeck Life Matters. Mal kicken, wie viele Leute da kommen. Ich hab auch schon so einen richtigen Schlachtruf, vielleicht kann man das mal üben. Ich rufe mal, ihr ruft zurück und zicke, zecke, zicke, zecke. Nicht schlecht, aber ich will mehr Aerosole, super Spreading, zicke, zecke, zicke, zecke. Ja, was ist denn hier wieder los? Ach, Märchenprinz, das ist aber schön, dass du hier rinkiekst. Machst du mit auf meine Großdemo? Aber Zecke,
Wir haben doch die Pest im Lande. Ein jeder bleibt auf seinem Schlosse. Ein jeder bleibt auf seinem Schlosse. Oh, Zecke, das ist ja ekelhaft. Da war Erreger im Sekret. Komm wieder raus, Märchenprinz. Zecke, du speiest und speiest ein jedes Mal, dass es eine Art hat. Mir scheint nicht recht die Zeit für Lockerungen. Komm wieder raus. Tut mir leid, wirklich. Du kannst mir vertrauen. Komm wieder raus. Zecke, unterlass das Speien und lerne still auf deinem Halm zu sitzen. Sonst wird der König zürnen und nach deinem Bewegungsprofile ersuchen. Was? Ich sitze doch still auf meinem Halm. Und mit flinker Nadel einen Mikrochip dir in den Panzer pflanzen, der Auskunft gibt zu jeder Zeit. Das möchte ich nicht. Bitte komm wieder raus, Märchenprinz. Ich weiß, ich hab gespuckt und gespien, wie du sagen würdest. Und ich weiß, du hast mir vertraut, aber ich vermisse dich hier vorne. Ich bin so einsam, Märchenprinz. Ich werde dich auch nie wieder enttäuschen, bitte. Bitte komm zu mir nach vorne, vertrau mir. Ich hab dich einfach ganz, ganz dolle lieb, Märchenprinz. Zecke, wenn du dieserlei sprichst, so habe ich wohl keine andere Wahl und werde alsbald. Zecke, du. Hör auf mit deiner Überwachung! Zecke, es reicht! Verzeihung. Zecke, wohl an, ich habe ein einziges Mal gespien, es kann so schlimm nicht gewesen sein, erhebe er sich. Zecke. 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 Zecke, so trink. So trinke doch. Es soll ihn laben. Edle Zecke. Ich muss. Bist du schwul? Zecke, du lebst. Natürlich lebe ich. Also Märchenprinz, ich muss dir eins sagen. Ich als Zecke, ich möchte nicht in deine Haut stecken. Wisst ihr, Leute, ich sag immer, lieber locker durch den Schlüpper atmen, als durch so eine Maske. Komm, Zecke, jetzt kommt der Olaf Schubert wieder. Tschüss, Leute! Michael Hatschus, Hebst des Ungeziefers. Komm doch noch mal raus, komm. Ja, Michael Hatschus. Schönes Bild. Ja. Im Bademantel, quasi, ich denke, das macht Schule. Er ist in der, wie sagt man, genau, der Udo Jürgens der Comedy-Szene. Man muss es natürlich wertfrei einordnen, die Zecke, ein Parasit, aber der Humorist ist ja im Endeffekt auch eine Zecke, denn im Prinzip lebt er ja auch von euch, also von eurem Geld, logisch, sowieso, aber in erster Linie von eurer Inspiration, from the inspiration of the publicum, denn der Comedian beobachtet euch ja täglich, heimlich im öffentlichen Raum und wenn ihr euch irgendwo besonders trottelig oder dapsch anstellt, dann landet das im optimalen Depsch, wir in Dresden sagen dapsch, jedenfalls landet das irgendwann natürlich dann mal im Programm. Und deshalb habt ihr als Publikum die Aufgabe, die Comedians im Prinzip dabei zu unterstützen. Meine Forderung an euch ist, wenn ihr irgendetwas besonders gut nicht könnt, lasst andere an eurem Talent teilhaben. Ja? Also, was weiß ich, flirtet mit Dialekt. Das wird auf der Bühne immer gern genommen, ne? Dass dann so ein Typ dasteht, auch hier, Jasmin. Du hast so schöne Augen, ne? Besonders das linke. Oder
was weiß ich, geht angetrunken zum Bewerbungsgespräch. Das kommt auch immer gut so, ey, Chef, ich bin genau der, den Sie suchen. Also das ist das, was dann der Künstler weiter verarbeiten kann. Und der nun auftretende Comedian ist ein, wie sag ich, ein Spezialist der alltäglichen Beobachtung. Und vielleicht findet sich ja der eine oder andere wieder, der auch so etwas Ähnliches sogar in seiner kargen Freizeit schon mal erlebt hat. Lassen wir uns also überraschen von den Darbietungen des Frank Fischer. Applaus! Dankeschön. Vielen Dank. Ah, toll. Hören Sie nicht mal auf zu klatschen. Es ist super. Vielen Dank. Danke. Die machen ja wirklich weiter. Also es ist super. Es ist wunderbar, vor Menschen zu spielen. Wirklich, es sitzen Leute da. Das ist das erste Mal seit langem. Seit Mitte März darf ich ja nicht mehr auftreten. Also vor Menschen. Vor Autos darf ich auftreten. Tatsächlich. Man spielt jetzt im Autokino. Ne? Stell dir mal vor, das hätte dir einer gesagt vom halben Jahr. Stell dir mal vor, Anfang Januar hätte sich einer hingestellt, hätte gesagt, ja, eins kann ich dir sagen, in einem halben Jahr spielst du nur noch vor Autos. Und wenn es gut läuft, dann hupen die auch. Und die blinken. Und mittlerweile ist es völlig normal, oder? Drehen alle mittlerweile am Rad, oder? Das ist doch alle. Attila Hildmann, haben Sie mitbekommen? Attila Hildmann, ein veganer Koch, stellt sich hin und sagt so, ja, Bill Gates, die Sau, will alle Leute zwangsimpfen, ja, will den Chips einsetzen. Also jetzt keine Kartoffelchips, das wäre gut, die waren ja vegan. Nein, Mikrochips. Xavier Naidoo genauso, oder? Ist ja auch Veganer, glaube ich. Weiß nicht ganz genau, das ist ja, 66,6% aller Reichsbürger sind Veganer. Und noch schlimmer sind die Nazis. Hitler, Veganer. 88% aller Nazis sind Veganer. Das ist, und wenn das nicht stimmt, dann habe ich das so nicht gesagt. Das habe ich übrigens von der AfD gelernt und von Trump. Vielleicht als Tipp für Sie. Wenn einfach mal irgendwas behaupten und wenn es nicht stimmt, einfach sagen, ja, nee, das habe ich so, habe ich das nicht gesagt. Lauter komische Leute, oder? Es gibt doch so Tage, das kennen Sie doch auch, oder? Es gibt doch so Tage, da wird dir relativ früh klar, es sind eigentlich nur Deppen unterwegs, oder? Und ich habe den Eindruck, diese Tage werden immer mehr. Kann das sein? Ich hatte neulich eine relativ normale Situation, relativ normal. Ich stand bei Rewe am Pfandautomaten, aber vor mir stand ein Mann, der hat mit dem Automaten gesprochen. Ich habe das zuerst gar nicht wahrgenommen, weil er ganz leise war, immer nur so, Dankeschön, Dankeschön. Irgendwann wurde halt immer lauter. Da kann man auch mal Danke sagen, immer nur nehmen. Noch eine Flasche, aber Danke sagt der Feiner nicht. Und dann zieht er so diesen Pfandbon raus, geht weg und sagt, das gibt eine Beschwerde. Und ich habe mir das vorgestellt, wie er sich beschwert, dass der Pfandautomat nicht mit ihm geredet hat. Ich meine, was sagst du denn als Marktleiter? Ah, der Pfandautomat wieder, sorry. Aber wissen Sie, er ist taubstumm. Gerade im Einzelhandel sind so viele unterwegs, die komplett einen an der Waffel haben. Auf beiden Seiten, muss man sagen. Ne? Ich hab neulich in der Drogerie Müller. Drogerie Müller ist bekannt. Ich habe in der Schreibwarenabteilung der Drogerie Müller ein derart absurdes Verkaufsgespräch mit angehört. Da hat eine Kundin zur Verkäuferin gesagt, Entschuldigung, der Kugelschreiber, wie lange hält er denn? Da guckt die Verkäuferin sie an und sagt, 13 Kilometer. Darauf sie, okay, da brauche ich zwei. Da wusste ich wirklich nicht, wer verarscht ja gerade wen. Und so absurde Verkaufsgespräche führe ich ja zum Teil selbst. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich habe mir mal ein Brot kaufen wollen in der Bäckerei. Und die Verkäuferin fragt mich zum Mitnehmen und ich sage, ja. Und erst danach ist mir eingefallen, was ist das denn eigentlich für eine bescheuerte Frage? Zum Mitnehmen, 1 Kilo Roggenbrot, ne, esse ich gleich hier. Und Kunden sagen ja auch nie was Lustiges. Kunden sagen, du hast als Kunde so viele Möglichkeiten und die Leute machen nichts draus. Einfach mal an der Kasse diese Sekunde schneller sein und zur Verkäuferin sagen, Entschuldigung, sammeln Sie eigentlich Treuepunkte? Oder einfach mal sagen, ich würde gerne mit Karte zahlen, dann so eine Postkarte rausholen, Grüß aus Lanzarote, was weiß ich. Ja, danke. Oder IKEA ist ja das große Paradies, ne? IKEA, dafür ist IKEA bekannt. Bei IKEA können Sie sich austoben. Da gibt es hier oben im ersten Stock diese Möbelausstellung und da gibt es doch diese einzelnen eingerichteten Wohneinheiten. Ne? Da müssen Sie sich mal in so ein Bett reinlegen und wenn einer reinkommt, müssen Sie aufspringen und sagen, was machen Sie in meiner Wohnung? Das ist alles nur Deko da oben, das wissen viele gar nicht. Da oben in der Möbelausstellung, die ganzen Bäder, die ganzen Toiletten, das ist alles gar nicht angeschlossen. Müssen Sie ausnutzen. Nicht so. Gehen Sie mal zu so einem Verkäufer hin und sagen Sie, Entschuldigung, da hinten hat mich gerade jemand gebeten, Ihnen zu sagen, das Toilettenpapier ist alle. Probieren Sie es aus, müssen wir mal.
Kann ich Ihnen echt raten, machen Sie sowas mal. Jetzt müssen Sie viel öfter mal, einfach mal, geht's noch? Ich habe einfach mal wirklich im Alltag mal irgendwas machen, mit dem keiner rechnet. Die Leute bewusst irritieren, sie können viel mehr Spaß im Leben haben. Wenn Sie im Büro arbeiten, gehen Sie mal morgens in den Aufzug rein, drücken Sie alle Knöpfe. Und dann gucken Sie sich so um und sagen Sie, ach, hier, ich arbeite ja hier überhaupt nicht. Und dann gehen Sie wieder raus. Gehen Sie mal zum Mediamarkt, tippen Sie mal Verkäufer auf die Schulter und sagen Sie, Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Probieren Sie es aus, Sie müssen einfach mal... Du kriegst ja zum Teil, kriegst du hier auch Gespräche aufs Ohr gedrückt, die willst du ja auch nicht, ne? Ich habe vor einiger Zeit in der Bahn saß mir ein älterer Mann gegenüber und er hat mir, ich kann es nicht anders sagen, er hat mir eine Kassette ins Ohr gedrückt, wirklich. Er hat mir ungefragt, was erzählen wollen, sein großes Thema Migranten, Flüchtlinge, ne, dass das alles so schlimm wäre und dass sie nicht arbeiten wollen, dass sie nicht Deutsch lernen wollen, was man halt so kennt. Und das wurde mir echt irgendwann zu blöd und irgendwann habe ich gesagt, ach Quatsch, habe ich gesagt, das ist doch Blödsinn. Gucken Sie doch mal mich an, ich bin nur das beste Gegenbeispiel. Ich bin vor 2 Jahren aus Syrien hierher gekommen, ja. Ich konnte kein Wort Deutsch. Gucken Sie, jetzt arbeite ich im Vorstand von Siemens. Ja? Der war sehr schnell wieder weg, das war toll. Sowas muss man sich natürlich vorher überlegen, das ist klar. Weil in dem Moment selbst kommen Sie nicht drauf. Das kennt man, oder? Ein paar Minuten später fällt dir immer ein, so, ah, das hätte ich sagen sollen. Dann ist immer zu spät. Wenn man schon in einen Raum reinkommt und begrüßt wird mit dem Satz, ah, wenn man vom Teufel spricht. Wenn man dann fragt, was über einen geredet wurde, kriegst du immer so als Antwort, ach, nix. Mit Menschen, die sowas sagen, erlaube ich persönlich mir auch mal gerne einen Spaß. Können Sie gerne mal ausprobieren, das funktioniert immer. Wenn ich mit dieser Person allein in einem Raum bin und eine andere Person betritt den Raum, dann sage ich immer, ach, da ist er ja, da kannst du es ihm ja gleich selber sagen. Dann stehe ich auf und gehe raus. Vielen Dank. Frank Fischer. Frank Fischer. Hier ist er. Schön. Ja, ein Stuhl. Man sieht, wir arbeiten hier mit allen Tricks. Ja, der nächste nun auftretende Künstler ist quasi der intellektuelle Höhepunkt des Abends. Er gilt als einer der wenigen Intellektuellen unter den Comedians. Das ist auch nicht unbedingt eine große Kunst. Ich meine, unter Humoristen gilt man schon als intellektuell mit 8. Klasse. Oder wenn man einen kannte, der mal in der 8. Klasse irgendwie ein Leberwurstbrot ins Klassenbuch geschmiert hat. Er aber hingegen hat tatsächlich wirklich studiert Philosophie, Rhetorik und Medieninformatik. Medieninformatik, herrlich, der muss ich selber schmunzeln. Also, er hat 3 abgeschlossene Studiumse, was wiederum heißt, er müsste jetzt gar nicht hier sein. Ja, also wenn er wollte, könnte er jetzt Taxi fahren. Freuen wir uns auf Nikita Müller. Müller! Müller! Jetzt so zu den Quarantänezeiten. Ich wollte meinen deutschen Freund Lars besuchen, aber es geht nicht, weil sein Hund sitzt immer am Fenster. Ich muss ein bisschen ausholen. Als ich klein war, mein Onkel hat mal zu mir gesagt, wenn du wissen willst, was für ein Mann du bist, dann kauf dir einen Hund. Weil so wie du deinen Hund behandelst, kann man sehen, wie du später mit Kindern sein wirst. Und Mann mit Hund ist für Frau deswegen attraktiver. Ich weiß nicht, ob das stimmt. In der 8. Klasse kam so der große Wendepunkt in unserem Leben. Ja, mein Kumpel Victor und ich, wir sitzen so am Spielplatz und Dennis kommt angerannt, so... Sagt, hey Jungs, ihr werdet's mir nicht glauben. Jetzt gibt es YouPorn. Und wir sagen, was ist das? Und er sagt, naja, das ist wie YouTube, nur... Ich sag, Dennis, warte mal. Willst du mir sagen, da draußen existieren Menschen, die einfach so Pornos ins Internet reinstellen, umsonst. Und die sind für jeden zugänglich, 24 Stunden lang, umsonst. Und Dennis sagt, ja. Ich sag, Dennis, red keinen Scheiß. Niemand da draußen hat so ein reines Herz. Wir sind also zu mir, um der Sache nachzugehen. Und ich hatte damals noch das 56K-Modem. Das bedeutet, ey Ma, was?
Telefonierst du? Nein, online. Und du klickst auf Verbinden, du warst damals nicht sofort online. Das hat sich eingewählt, das hat diese Geräusche gemacht, dieses... So als würdest du zu einem anderen Sonnensystem Kontakt aufnehmen. Hey, und wir sind online und wir gehen auf die Seite und was wir gesehen haben, war unfassbar. 5 Filme zur Auswahl. 5 Filme, hey, wir waren überfordert, wann sollen wir die gucken? Und Dennis sagt, welchen gucken wir an? Und ich sag, der 3 Sekunden geht, sonst explodiert mein Computer. Und wir klicken den Film an und der hat ewig geladen. Es ist nicht relativ, wir sitzen und warten. Und ich weiß noch, Victor macht ein neues Fenster auf Microsoft Paint, bisschen malen. Ich sag, mach zu! Sonst schmilzt die Grafikkarte. Der Film hat so lange geladen, ich weiß noch, wie einer von uns seinen Finger an den Monitor hingehoben hat, um zu sehen, ob der Ladebalken sich bewegt. Der Film läuft. 3 Sekunden. Total verpixelt. Kein Sound. Aber wir waren glücklich. Hey, es war nur diese Bewegung, okay? Aber damit konnten wir arbeiten. Und irgendwann, ich sag zu Victor so, das ist der Kopf, oder? Und Victor, nein, das ist der Arsch. Ich sag, als ob, da sind doch die Augen. Das sind die Eier. Augen wackeln nicht hin und her. Egal, wie schnell du dich bewegst. Am schlimmsten von uns hat's unseren deutschen Freund Lars erwischt. Lars, sein Papa, hat ihm Sky DSL installiert und ihm zu Weihnachten einen neuen Laptop geschenkt. Und Lars saß Tag und Nacht in seinem Zimmer mit runtergelassener Hose vor seinem Laptop und hat sich diese X-Videos angeguckt. Das war nicht mehr Lars sein Kinderzimmer, das war sein Masturbatorium. Aber Lars hatte 2 Probleme. Erstens, er hatte keinen Zimmerschlüssel. Zweitens, er hatte einen Hund. So eine fette englische Bulldogge. Und immer, wenn Lars in seinem Zimmer sitzt und X-Videos guckt, dann hat der Hund vor der Tür geweint. Ich glaube, er hat's gespürt. Und der Hund hat so lange und so laut geweint, bis die Eltern irgendwann kommen, die Tür aufmachen, um den Hund reinzulassen. Und davor hatte Lars Angst. Also was macht Lars, wenn er X-Videos gucken will? Spike, komm mit. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, aber nicht ins Detail, okay? Also, hier sitzt Lars, Hose unten. Hier ist sein Laptop, hier sitzt sein Hund und guckt ihn an. Was macht also Lars? Er nimmt ein kleines Handtuch und legt es dem Hund aufs Gesicht. Versteht ihr jetzt, warum ich mit meinem Onkel nicht einverstanden bin? So wie du deinen Hund behandelst, behandelst du auch deine Kinder. Oh, ja, Kopfkino, Leute, ist ja widerlich. Irgendwann war der Hund so konditioniert, es hieß nur noch, Spike, komm. Der Hund kommt rein, hat null Bock, macht mit dem Kopf die Tür zu, geht hoch aufs Sofa und guckt so aus dem Fenster. Jetzt ist die Sache die. Lars war mein Nachbar. Und immer, wenn ich Spike am Fenster sehe, dann weiß ich, auch heute noch zu Corona, dass es Leute gibt, denen es schlechter geht als mir. Dankeschön, Leute. Vielen Dank. Nikita. Ja. Toll. Danke. Ich kenne dich schon lange, deshalb habe ich es über Umwege in Erfahrung gebracht. Du bist gebürtiger Kasachstaner? Es war noch Sowjetunion. Man kann schon Russe sagen. Russe? Ja. Und du hast nun tatsächlich studiert und bist in all den Jahren auf dem Weg, ein Mann zu werden. Mhm. Jetzt muss ich aber natürlich kritisch bemerken, Nikita. Steht dieser Name diesem Prozess nicht diametral entgegen? Also Nikita ist in meinen Augen eher ein Mädchenname, sowas wie Olga oder Natascha oder Katharina. Naja, also jeder Held braucht auch auf dem Weg zu seinem Ziel so einen Torwächter. Mhm. Und wenn ich nicht irgendetwas Weibliches an mir habe, dann habe ich keinen Feind, an dem ich mich entwickeln kann. Und deswegen heiße ich so. Okay.
Also dein inneres Östrogen. Schön. Das hatte ich kurz aus dem Konzept geworfen. Nein, ich war auf alles vorbereitet. Also, wie gesagt, er hat studiert. Und warst du seitdem wieder mal in deiner Heimat, in Kasachien? Nein, ich war da seither nicht mehr. Nie wieder? Nie wieder. Du kannst jetzt auch nicht sagen, wie es dort ist. Ich wollte dich jetzt fragen, wie ist es in Kasachstan? Ich weiß nur, dass die Frauen so große viereckige Schuhe haben und dass man sich zur Begrüßung mit Haferflocken bewirft. Aber ansonsten ist das ja... Das sind die Dörfer. Das sind nur die Dörfer. In welcher Stadt bist du groß geworden? Temirtau. Das sind interessante Erfahrungen, eine interessante Reise. Und unser nächster Künstler hat sich auch auf eine Reise begeben in eine andere Zeit. Und zwar ins Jahr 2019. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da war alles ganz anders. 2019, Kurzarbeit war damals was für Prostituierte. Ne? Die arbeiten jetzt ja gar nicht mehr. Die sind mittlerweile, glaube ich, auch wieder Jungfrauen. Aber er weiß in jedem Fall genauer Bescheid, was sich damals angeblich so zugetragen hat. Freuen wir uns auf... Johannes Fleur. Ja, guten Tag, mein Name ist Johannes Fleur. Ich bin zwischen 20 und 30 Jahre alt, komme gebürtig aus Krefeld und ja, das stimmt, ich werde mich gleich im Jahr 2019 widmen, aber vorher vielleicht noch was Privates von mir ein bisschen erzählen. Ich bin richtig gerne im Internet. Ich bin gerne bei Twitter, da sind ja viele Prominente, so weiß ich nicht, Boris Becker, Lena Blauerhaken, Theresa Hosser, ganz viele. Und ich schreibe da sehr gerne kleine Dialoge ins Internet rein, innerhalb von 280 Zeichen. Und letztes Jahr ist dann eine kleine Sammlung der Dialoge auch als Buch erschienen, weil teilweise sind die viral gegangen, die hatten teilweise... weiß ich nicht, 20, 30 Likes und so. Und hat sich das einfach angeboten, da ein kleines Buch draus zu machen. Und es wäre vielleicht, finde ich, sehr werbewirksam, da jetzt was draus vorzulesen. Irgendeine Person von euch kann gleich mal Stopp rufen und ich lese dann was vor. Also das Buch, ich habe es selber zur Hälfte durch, ist sehr gut. Ich traue mich da auch. Nee, noch nicht. Moment, jetzt. Stopp! Nee, den nicht. Lieber nicht, ist zu riskant. Es wird aufgezeichnet. Nochmal. Stopp! Gerne. Da heißt im Englischunterricht ein mehrsprachiger Dialog, aber ich denke, wir bekommen das hin. Im Englischunterricht. Hello, dear 5A. Hello, Mrs. Schmitz. Who wants to read out his or her homework? Mrs. Schmitz. Yes, Felix. Ich hab die Hausies nicht gemacht. In English, please. I have the homies not. Felix, then you will end up unemployed. Hä? Auf Deutsch, bitte? Felix, du wirst mal arbeitslos. Juhu! In English, please. Yay! Und so sind diese kleinen Dialoge. Ich lese vielleicht auch noch kurz das vor, was zuerst gewünscht worden ist, einfach um euch den Service noch zu geben. Es ist ein Dialog mit dem Titel Neuseeland. Oh, hallo Julia. Hallo. Na, zurück aus Neuseeland? Yes, I am. Oh, ich meine, ja, bin ich. Sorry, das Englisch ist noch so drin. Waren lange 6 Monate, oder? Und wie es weitergeht, erfahrt ihr dann im Buch. Ich kann das jetzt nicht komplett vorlesen. Ihr kriegt das überall, wo man das kaufen kann. So, und jetzt kommen wir tatsächlich zu einem Trend, an dem kam man letztes Jahr nicht vorbei. Das war wirklich jeden Tag. Das Jahr 2019 stand immer ganz oben in der Zeitung. Und ich habe euch einen kleinen Jahresrückblick mitgebracht, einfach damit man noch mal weiß, wie war so die Zeit, bevor im Krefelder Zoo das Affenhaus gebrannt hat. Und deswegen ein kleiner Jahresrückblick von 2019. Ich freue mich, weil ich kenne den Text. Schön, den mal vorzulesen wieder. Januar. Hat in einer kalten Januarnacht eine tolle Idee für einen Comic. Das Ermittlerduo, die Algorithmen, ist immer genau da, wo am wahrscheinlichsten was passiert. Februar. Während ganz Deutschland darüber diskutiert, ob sich junge Menschen lieber politisch bei den Fridays for Future Demonstrationen engagieren oder in der Schule hocken sollten, lausche ich im Zug, wie sich 2 Jugendliche über verschiedene gesellschaftliche Themen unterhalten. Klimapolitik, Sexismus, Gendern, Rassismus, Populismus und so weiter. Dann kam ein älterer Herr und hat die beiden wüst beschimpft. Sie sollen doch bitte nicht so laut sein, er hätte ganz gern seine Ruhe. Und jetzt sind die beiden still. Ich glaube, das fasst die politische Lage in Deutschland gerade ganz gut zusammen. Gilt leider immer noch. März. Anlässlich des Welttages der Poesie am 21. März habe ich folgenden Text geschrieben, und zwar ein Horrorfilm als Gedicht. Oh! Abspann. Es
ist für die Lyrikfreunde, Lyrikfreunde hier. April. Noch zweimal schlafen, dann ist Weihnachten. Das ist ein kleiner Witz für Raver, der ist jetzt nicht für alle. Juni. Ich schaue mir Toy Story 4 im Kino an. Nachdem Buzz Lightyear seinen ikonischen Spruch gerufen hat, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter, sagt ein Mann neben mir recht wütend, aber das geht doch gar nicht. Und ich frage mich, wie ihm der Film, mit dem Spielzeuge sprechen können, insgesamt so gefallen hat. August, habe zufällig Christian Lindner an einer Tankstelle getroffen. Er hat mich gefragt, ob ich ihm einen 50-Euro-Schein klein machen könne. Wie klein denn noch, habe ich dann gesagt. Und da haben wir beide herzlich gelacht. Das ist, glaube ich, jetzt Kabarett. Ich hoffe, das ist okay. Ansonsten war ich im August viel spazieren und habe dabei gewirrt, um die Natur zu verwirren. An der Stelle lacht normalerweise eigentlich gar keiner, aber ich finde es sehr lustig. Aber ich habe es auch sehr leicht. Ich bin genau mein Humor. Also was hier gerade passiert, ich finde das eine Sensation. September, gucke Fernsehen, Wer wird Millionär mit meinem Lieblingsmoderatorin Günther Jauch. Ich glaube, Günther Jauch ist noch nie mit einem Regionalexpress gefahren, aber er wüsste theoretisch, wie es geht. Und das ist für mich der Zauber, der diesen Mann so besonders macht. Wir beide teilen uns, und das ist leider auch wahr, teilen uns denselben erbärmlichen Abiturschnitt von 3,1. Trotzdem ist aus der Hälfte von uns was geworden. Günther ist beim Fernsehen, ist auch in Ordnung. Günther, wenn du das hier siehst, melde dich gerne, können wir ein bisschen plaudern. Meine ICQ-Nummer ist 240754252. Oktober. Anfang des Monats habe ich einen Fan auf der Straße getroffen. Du siehst ja viel kleiner aus als im Fernsehen, sagte sie. Nach einer kurzen Zeit der Verwirrung stellten wir beide lachend fest, dass ich mich mit George Clooney verwechselt hatte. Je nachdem, wie ich die Haare, ist egal. Außerdem habe ich meinen 18. Geburtstag in Krefeld gefeiert, zum inzwischen 10. Mal. Aber damit komme ich klar. Wirklich, ich bin auch nicht depressiv. Nein, ich bin naturtrüb. Ist ein bisschen besser. Dezember. Zusammenfassend gesagt, also ich habe im Jahr 2019 einiges gelernt. Zum Beispiel, wenn wir alle nur noch ab und an was bei Amazon bestellen, Neste-Produkte und Billigklamotten kaufen, dabei aber ein schlechtes Gewissen haben. Und wenn wir dummes Fernsehen nur noch dann gucken, wenn wir zu McDonald's gehen, ich habe mich verlesen, wenn man sich verliest, wenn man nur noch dann zu McDonald's geht, wenn es wirklich sonst nichts mehr gibt, dann ist der Kapitalismus schon in 6.000 bis 7.000 Jahren besiegt. Also weiter so, Leute. Und damit der Auftritt jetzt nicht so, ja, naturtrüb endet, mache ich noch ein bisschen Musik. Und zwar werde ich ein Lied auf meiner Wange intonieren. Ihr dürft euch gerne eine kleine Melodei wünschen. Super Mario, gerne. Von hier an Rundfunkgebühren. Tschüss. Johannes Flöhr mit seinem Exkurs in eine längst vergangene Zeit. Ja, man sieht, hier wurden eben wie von Geisterhand zwei elektroakustische Schallwandelaggregate trapiert. Das heißt, mein nächster Gast ist zwei, also es sind genauer gesagt zwei Frauen. Und es ist für mich erschütternd. Ich bin es eigentlich leid, immer wieder auf das Gleiche hinweisen zu müssen. Nämlich darauf, dass sich immer noch tiefe Gräben, selbst in der Mitte der Gesellschaft, zwischen den Geschlechtern auftun. Und das merkt man selbst hier beim MDR in der Redaktion. Ne? Wenn es dann heißt, jetzt kommen zwei Frauen, dann heißt es, ja, klar, zwei auf einmal, herrlich, ne? Da haben wir es weg. Also, und ich muss sagen, ich ziehe wirklich mit Respekt meinen Scheitel vor den Künstlerinnen, die trotzdem immer wieder den Weg auf die Bühne gehen. Wir haben jetzt hier zwei junge, also, naja, jung, also aber schon im weiteren Sinne attraktive Frauen, die versuchen, die Gräben zwischen den Geschlechtern zuzuschütten. Und sie tun das keinesfalls krawallig, streitsüchtig oder gar polemisch, sondern sie tun es, indem sie uns mit einfachen und ergreifenden, offenen Worten ihre Bedürfnisse, ihre Gefühle, Sorgen, Nöte und Sehnsüchte offenbaren. Lassen Sie sich also verzaubern und tauchen Sie ein in die Welt von Suchtpotenzial. Hallöchen! Jawohl! Tut gut, oder? Oh, herrlich. Sehr schön. Darauf haben wir unser Leben lang hingearbeitet, Ariane, weißt du das? Ja. Nein, Sichi. Wir haben ein Thema mitgebracht, was uns sehr beschäftigt, und zwar ist es der Gender Pay Gap, also die ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen. Ja, das regt uns immer noch sehr, sehr auf. Das regt uns total auf, weil es zu unseren Ungunsten ist. Andersrum wäre es schon okay gewesen. Ja. Aber so, nee. Ja. Wir haben ein Protestlied dabei.
wir Frauen sein, das sanfte Geschlecht. So zart, so weich, so lieb, so wunderschön. Wir seien duftend elegant und stets gepflegt und dabei auch noch sehr hübsch anzusehen. Doch hör auf mich, mein Kind, weil das alles nur Lügen sind. Nicht rasier. Wir sind genauso scheiße wie ihr. Wir pöbeln, wir rauchen, wir laufen, wir können auch hart randalieren. Und deshalb wollen wir auch genauso viel Kohle verdienen. Frauen haben auch einen Verdauungsapparat. Frauen kacken täglich ungehemmt. Und wenn sie sich bewegen, schwitzen sie ganz ungeniert. Frauen vögeln rum und gehen fremd. Drum seid bitte nicht so blind, weil wir auch voll Asi sind. Ich trinke gern Schnaps und ich fresse für vier. Wir sind genauso scheiße wie ihr. Wir müssen auch pissen, so wie ein Stier. Wir sind genauso scheiße wie ihr. Genau! Weil es uns nämlich aufregt, dass die Männer in der Comedy-Branche viel mehr Geld verdienen als wir. Ist es so? Echt? Ja, ja, Ariane, mach deine verträumten Augen auf. Überleg doch mal. Hier, Sträter, ja, Dieter Nuhr, Olaf Schubert und Dr. Eckart von Hirschhausen! Wow, 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 Julia, halt mach mal einen Punkt. Du kannst uns jetzt auch nicht direkt mit Dr. Eckart von Hirschhausen vergleichen. Das ist schon ein bisschen eine andere Liga. Da bist du jetzt ein bisschen übers Ziel hinaus. Sorry dafür, sorry. Das war jetzt zu krass. Nee, okay, ja, nein, hast du ja natürlich recht. Tut mir leid, ja. Wir sind nämlich zu zweit. Wir wollen das Doppelte! Das Doppelte! Wir sind genauso scheiße wie ihr. Dö, dö, bedüde, dö, dö, bedüde. Wir sind genauso scheiße wie ihr. Dö, dö, bedüde, dö. Alle Frauen! Wir sind genauso scheiße. Und die Männer! Dö, dö, bedüde, dö, dö, bedüde. Frau! Wir sind genauso scheiße wie ihr. Männer! Dö, dö, bedüde, dö, dö, bedüde. Wir sind genauso scheiße wie ihr. Wir wollen auch nur ficken, so wie ein Tier. Wir sind genauso scheiße wie ihr. Wir pöbeln, wir rauchen, wir saufen, wir sind agro wie ihr. Also Kohle her, bevor wir hier noch eskalieren. Potenzial. Aber das stellt er wieder hin. Das stellt er wieder hin. Ne? Man kann es mal übertreiben, aber dann muss man es auch wieder in Ordnung bringen. Ja, das war also Olafs Club, der zweite. Suchtpotenzial hervorragend abgeliefert. Ihr habt hier wahrhaftig die Ballpumpe aus dem Elch gezogen. Und wir bedanken uns natürlich auch bei Michael Hatzius. Ein großer Applaus für Frank Fischer. Und natürlich Nikita Miller sowie Johannes Flöhr. Das war's von uns. Nächste Woche gerne wieder. Vielen Dank bis dahin und macht's gut. Jetzt verbeugen wir uns, oder? Ja.